Chili-Huhn aus dem Ofen einfach, gut vorzubereiten für 4 Portionen 6 Stangen Zitronengras, 3 Hexaliter Fischsoße, 20 Gramm frischer Kalk und 2 Hexaliter Limettensaft, Klammer auf Asialaden, Klammer zu, Pfeffer 20 Gramm frischer Ingwer, ein Brathuhn, Klammer auf ca. 1,5 Kilogramm, Klammer zu, 6 rote Pfefferschoten, 1 Tee edelsüßes Paprikapulver, 1 rote Chilischote, 1 Kilogramm kleine festkochende 100 Gramm Schalotten, Kartoffeln, 60 Gramm Tomate, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Handvoll Kaffeelimetten, 11 Ampere Eizucker, Salzblätter, 5 Hexaliter Kokosöl, / 2 Bund Koriandergrün, 2 Hexaliter Ketchup Manis, 5 Hexaliter Röstzwiebeln, Klammer auf süße Sojasauce, Klammer zu, erstens 4 Stangen Zitronengras und Kalk anputzen, Ingwer schälen. Zitronengras in feine Ringe, Kalkant und Ingwer in feine Scheiben schneiden. Pfefferschoten und Chili putzen, waschen, längs halbieren, entkernen. Tomate putzen, waschen, Stielansatz keilförmig herausschneiden. Pfefferschoten, Schalotten und Tomate grob schneiden. Vorbereitete Zutaten mit Knoblauch, Zucker, 1,5 Tee Salz, 3 Hexaliter Kokosöl, Ketchup Manis, Fischsoße und Limettensaft im Blitzhacker fein pürieren. Mit Pfeffer würzen. Zweitens Paste in eine Pfanne bei mittlerer Hitze 8 bis 10 Minuten unterrühren, einkochen. Abkühlen lassen. Drittens Huhn in 2010 gleich große Stücke zerteilen und mit Salz und Paprikapulver einreiben. In einer Schüssel mit der Chili-Paste mischen und abgedeckt 3 bis 4 Stunden marinieren. Viertens restliches Zitronengras putzen, quer halbieren und flach klopfen. Kartoffeln sorgfältig waschen, halbieren mit Salz, Zitronengras und restlichem Kokosöl mischen und in ein tiefes Backblech geben. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, auf der mittleren Schiene 10 Minuten garen. Fünftens Kartoffeln wenden. Hähnchenteile mit der Hautseite nach oben mit auf das Backblech geben und 35 bis 40 Minuten mit garen. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in ca. 5 cm lange Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln und Kaffeelimettenblätter 10 Minuten vor dem Ende der Garzeit mit aufs Blech geben. Sechstens Koriander mit den zarten Stielen grob hacken. Hähnchen mit Röstzwiebeln und Koriander bestreut servieren. Zubereitungszeit 50 Minuten plus Garzeit 50 Minuten plus Marinierzeit 4 Stunden pro Portion 50 Gramm E 44 Gramm F 52 Gramm KH gleich 839 Kilokalorien, Klammer auf 3515.